Barnett College, New York, 1938. Hallo Markus. Indy, du bist zurück. Ja, und ich habe das Kreuz von Coronado. Wunderbar, ich weiß, wie lange du danach gesucht hast. Mein ganzes Leben. Indy, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Ich muss erstmal aus diesen nassen Sachen raus. Ja, liebe Leute. Ah, hi, ich bin Indiana Jones. Willkommen im Spiel. Du kannst jederzeit F5 drücken, um zu speichern. Vielen Dank, Indy. Ja, liebe Leute, und ich bin euer Steinwallen. Und dies ist eine Art angespielt im Zuge meiner Reihe The History of History Games. Da habe ich in einem ausführlichen Video dieses Spiel vorgestellt. Und nun wollen wir uns auch so ein bisschen hineinbegeben. Wie hat sich das damals angefühlt? Wie spielt es sich? Ich habe zuerst überlegt, mache ich jetzt vielleicht einen Komplettdurchlauf mit Spielanleitung, also mit Lösungsanleitung. Aber ich habe mich dazu entschieden, lieber das nicht zu tun, sondern lieber vielleicht ein, zwei Stunden mit euch einfach so wie damals rumzurätseln. Ich habe das zwar gespielt, ich glaube 3 Jahre nach Release, irgendwie 92 oder 93, aber kann mich an sehr, sehr, sehr wenig erinnern. Und ich glaube, das ist angemessener für so ein Adventure, dem so nochmal zu begegnen, weil das macht es doch aus, dieses Rumrätsel, dieses Ausprobieren, dieses Suchen. Ja, wir sind hier also an der Universität, der gute Indy hat sich umgezogen. Übrigens nochmal zum Vorspann, das ist ganz interessant. Das Spiel lässt diesen ersten Teil im Film, gibt es den ja weg, da geht es um den jungen Indy, der dieses Kreuz sucht und da kommt auch so eine Verfolgungsjagd über so einen Zirkuswagen zu. Und sowas alles, das wird dort angedeutet. Man sah auch, wenn man genau hingeguckt hat, bei ihm so ein bisschen dieses Kreuz hängen, was er jetzt schlussendlich hier der Universität gewidmet hat. Nochmal was zu dieser Version. Das ist die Version von GOG.com. Die könnt ihr euch kaufen, ganz einfach. Kostet irgendwie etwas bei 5 Euro. Ist allerdings eine englische Version. Ich habe aber im Netz noch gefunden, jemanden, der hat irgendwie eine Deutsch-Patch oder sowas erstellt. Das kann man sich immer noch runterladen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann ist das Spiel komplett auf Deutsch, was sehr schön ist. Über Sprachausgabe muss man sich ja bei dieser Art von Spielen keine Gedanken machen. Okay. Ja, das kennen wir von diesen klassischen LucasArts Games, diese Art der Befehle zu nutzen. Neu ist hier, ich habe es in dem Video auch schon erwähnt, sowas wie Schau an, das ist nur neu. Und diese Rede- und Reisefunktion, die wird noch eine Rolle spielen. Es gibt einen großen, wie soll ich sagen, Nachteil oder etwas, was das Spiel so ein bisschen fummeliger macht. Das ist die Tatsache, dass wenn man mit dem Kreuz irgendwo rübergeht, nicht angezeigt wird, ob das ein Objekt ist oder nicht. Das heißt, man muss wirklich immer erst mit Schau an zum Beispiel gucken, aha, okay, das ist also eine Glocke, mit der kann man was machen. Aber zum Beispiel eine Glocke, die bei Boxkämpfen benutzt wird, ja. Aber zum Beispiel, schau an hier, da sieht man, da ist nichts dahinter oder hier. Das heißt, man muss erstmal ordentlich alles abklicken. Okay, das ist also die Umkleide, die können wir uns anschauen. Wo hier überhaupt interaktive Objekte sind. Auf dem Schild darüber steht Umkleide. Danke. Schaut mal, sogar das Schild ist übersetzt. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Okay, liebe Leute, eine weitere Besonderheit dieses Spiels ist es, dass es Action-Sequenzen geben kann und das ist gar nicht ohne. Am wichtigsten ist dabei das Boxen und das kann man hier am Anfang gleich trainieren und das machen wir mal. Und dazu gehen wir in die Umkleide und kommen hier in Boxmontur raus. Und jetzt geht's los, jetzt muss ich hier irgendwie meinen Numlock anschalten, denn, hallo Dr. Jones, wie soll ich denn mit Ihnen kämpfen? Ja, jetzt können wir uns auswählen, wie wir dieses Training haben wollen. Und ich fange mal an mit einem normalen Training. Und ja, machen wir ein ganz normales Training. Und dann geht's los. Man kann sich nach hinten, nach vorne bewegen. Man kann boxen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ihr seht, das ist relativ... Man kann auch blocken. Man muss bloß erkennen, wohin der Gegner schlagen wird. Das deutet er kurz vorher an. Und ihr merkt, ich bin gerade nicht sonderlich talentiert darin. Ah, okay, doch. Ein paar Schläge treffe ich. Die Schlagkraft muss man sich allerdings aufbewahren, nur dann macht man vollen Schaden, wenn die auf Maximum ist.
Ah, wir haben ihn vielleicht gleich. Ah, jetzt hat er geblockt. Okay, jetzt versage ich natürlich schon beim Training. Ja, okay, ich habe trotzdem gewonnen. Huh, Gott sei Dank. 10 Minuten später. Wollen Sie noch einmal? Man gewinnt tatsächlich auch an Stärke und Erfahrung und hat dann irgendwie mehr drauf oder mehr Punchkraft. Das ist tatsächlich gar nicht so ohne. Denn ihr seht es rechts, habt ihr diesen Balken gesehen, der immer runterging. Das ist sozusagen meine Schlagkraft. Insofern kann man nur, wenn der voll ist, auch den vollen Schaden machen. Allerdings möchte man manchmal die Gegner einfach ja, unter Feuer halten, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es diese links den Balken. Der eine ist sozusagen, die erste Hälfte ist der Lebensbalken, die zweite Hälfte ist der Energiebalken. Und davon wird der Schaden abgezogen. Und wenn man in den Lebensbalken reinkommt, der regeneriert sich nicht von selbst, sondern da muss man irgendwie unterwegs sich irgendwie heilen durch Gegenstände. Also krass ungewöhnte Elemente in so einem Adventure. So, wir machen mal ein richtig schweres Training. Mal gucken, ob ich da versage. Ich hoffe, dann ist das Spiel nicht vorbei. Gucken wir mal. So. Geben Sie mir alles, was Sie drauf haben. Okay, wow. Okay, ein paar Treffer gelandet. Man kann auch weggehen. Also blocken finde ich extrem schwierig zu sehen, wo er hinschlägt. Ich bin schon am Losen, seht ihr? Er blockt immer alles ab, während ich kaum treffe. Also die früheren Spieler waren wahrscheinlich gewohnt, diese Pixel genau zu identifizieren, welche Höhe das hatte. Ich kann das nicht. So, ich glaube, wir sinken gleich da nieder, oder? Oh, es war aber sauknapp, Leute. Es war sauknapp. Eieiei. 10 Minuten später. Wollen Sie noch einmal? Na komm, einmal will ich noch. Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. So, komm, gleich ein paar Tiefschläge. Na, komm ran. Ah, er hat mich auch getroffen, verdammt. Ah, das waren ein paar Treffer, aber. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich weiß nur so grob, was ich mache. Man muss halt. Oh, Leute, das war aber schlechter als als eben. Naja, ich glaube, wir lassen es. Wir sollten versuchen, mit Intelligenz die Gegner zu umgehen, denn das kann man tatsächlich. Wenn man entsprechend die Rätsel löst und in den Dialogoptionen die richtigen Entscheidungen trifft, dann muss man auch nicht kämpfen. Gut, für heute habe ich genug, vielleicht ein anderes Mal. So, und jetzt zieht er sich wieder um und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das ist ja Teil dieser Adventure-Kultur, dass man alles genau abscannt, jeden Pixel. Und hier haben wir eine Tür und da guckt was hinter vor. Daran kann ich mich erinnern. Irgendwie, wir schließen die mal. Aha, ein Lichtschalter ist das nur. Schau an, Lichtschalter, ich sehe nichts Besonderes. Ja, dann drücke mal den, mal gucken, was passiert. Es wird schwarz-weiß, Leute. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Mach sofort das Licht wieder an. Okay. Ob das noch was zu sagen hat? Komm, wir können auch noch vielleicht hier mal diesen Hammer benutzen. Hammer mit Glocke. Mal gucken, was dann passiert. Klingt gut. Der Hammer ist fest. Ach so, jetzt lässt er den wieder los. Okay. So, und was haben wir hier noch? Wir haben einen Eimer. Ist der irgendwie was? Nee, der ist nix. Schauen wir uns noch weiter an hier. Da ist wohl auch nichts. Die Sportschuhe, der Typ, das Handtuch, das ist alles nichts. Was haben wir da oben? Nee, also das ist so ein bisschen der Nachteil an diesem System. Man sieht nicht sofort. Ah, wir können uns noch den Boxring anschauen. Nee, das ist nichts. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Man sieht nicht sofort, was interaktiv ist. So, nicht in meinem besten Anzug, der wird ja ganz verknittert. Genau, wir müssen uns umziehen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt erstmal in unser Büro und vielleicht so ein bisschen die Dinge ordnen. So, und da sind wir hier. Schaut mal, geht zur Sporthalle. Und hier ist jetzt das Rede in Grün. Das heißt, es gibt hier Charaktere, mit denen wir reden können. Das können wir vielleicht mal machen. Hier vielleicht mit der Dame. Nein, nein. Aber mit Markus können wir reden. Hallo Markus, habe ich was verpasst, während ich weg war? Erinnerst du dich letzten Monat, als du für Professor Mulbray die teure mexikanische Statue datieren solltest? Ja, diese billige Imitation, natürlich, glaubte er mir erst, nachdem ich sie zerbrach und ihm den Querschnitt zeigte.
Das war vielleicht etwas hart in seiner Situation. Sei kein Spielverderber, Markus. Er hat es so gewollt. Ach, vergiss es. Glückwünsche nochmal für das Kreuz. Danke, wir können mein Honorar später besprechen, bei gutem Essen und Champagner. Sehr schön, da haut er ab, der Markus. Oh, das ist ein langer... Oh, er hat die Tür zugemacht, das hat man noch gehört. Sehr cool. So, wir gucken uns mal kurz noch ein bisschen um. Das scheint nichts zu sein. Da ist aber was. Das ist eine Tür. Ich sehe nichts Besonderes. Okay, eine nicht besondere Tür, aber ich glaube mich zu erinnern, das ist unsere Bürotür. Wir haben noch einen Schaukasten. Da sind verschiedene Schätze und Artefakte, die ich von meinen Expeditionen zurückgebracht habe. Okay, können wir das öffnen? Nein, die sind ganz gut aufgehoben da. Okay, das Bild ist nichts. Das sind möglicherweise Studenten. Können wir hier weitergehen? Wo kommen wir hier hin? Hier ist nochmal eine Tür. Was ist das? Schauen wir uns noch weiter um. Trophäenschrank. Ein Haufen Trophäen, die Archäologieabteilung gewonnen hat. Ah, das ist hier die Archäologieabteilung. Okay. Was ist denn hier? Nichts Besonderes. Da haben wir noch einen Trinkbrunnen. Okay. Und hier können wir rausgehen und da ist ein Pinbrett. Zu verkaufen. Komplettes Bücherset von Professor Ravenwood. Können wir irgendwas nehmen? Nee, ein ganzes Pinbrett ist vielleicht auch ein bisschen doof. Okay, dann gehen wir einfach mal in diese Türen rein. Gucken wir mal, was hier so los ist. Öffne Tür. Da ist gerade Unterricht. Okay, da wollen wir nicht stören. Und hier. Da ist auch Unterricht. Gut. Dann haben wir hier noch die letzte Tür. Okay, Studentin, Studenten, etwas Geduld bitte. Ich bin sicher, Dr. Jones ist bald zurück. Aber wir warten schon den ganzen Tag auf die Zeugnisse. Genau, 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 genau. Arrgh. Unsere Sekretärin flippt völlig aus. Irene, was ist hier passiert? Oh, Dr. Jones, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Diese Studenten sind sehr sauer. Okay. Schauen wir uns erstmal kurz um. Die sind sehr sauer, sagt er auch. Okay, gibt es noch irgendwas anzugucken hier? Nee, es sind nur allgemein die Studenten. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal. Genau, rede mit Studenten. Okay, aus dem Weg, Kinder. Ein Augenblick, Leute, uns fällt sicher eine Lösung ein. Was wollen Sie denn... Oh, das ging jetzt aber schnell. Ruhig bleiben. Ich habe eine Lösung, die fair für alle ist. Oder man könnte auch einen anderen Lehrer finden für sie, aber wir machen mal das. Okay. Gut, solange es eine faire Lösung gibt. Ja. Irene, machen Sie eine Liste und ich sehe alle nacheinander. Ich war zuerst. Nein, ich. Dann komme ich. Schub's nicht so. Okay, gut. Die Meute haben wir erstmal beruhigt. Das wird sie nicht lange aufhalten. Ich gehe besser nicht nochmal da rein. Aha. Okay, das ist jetzt unser Büro und hier können wir uns erstmal ein bisschen umschauen nach hübschen Dingen. Gut, die Tür brauchen wir, glaube ich. Naja, Türen sind für ihn immer nichts Besonderes. Der Lichtschalter geht hier nicht. Das ist auch die Tür. Ja. Was haben wir hier? Ein Globus. Das ist die Erde. Eine Medaille. Ich habe diese Medaille bei einem Boxturnier gewonnen. Haben wir hier noch was? Das ist ein Dolch. Da ist eine Karte. Eine seltsame Karte mit Buntstiften gemalt. Können wir die nehmen? Braucht er nicht. Gut, und das? Das ist die Statue eines blitzschnellen Falken. Sie bedeutet mir eine Menge. Oh, ein Star Wars-Andeutung. Dieser Raum ist überhaupt voller Andeutung. Wir gucken mal weiter.
Die hat mir jemand aus dem Skulpturkursus gegeben. Hier haben wir eine antike Tafel. Ich bin noch nicht mit der Übersetzung fertig, aber es ist eine Warnung über verkleidete Außerirdische. Das ist vermutlich auch irgendwie eine Maniac-Mansion-Andeutung, möglicherweise. Und hier, schaut mal, dieser Totenpfahl. Das ist insofern sehr, sehr cool, weil das ja Sam Max ist. Das gab es damals schon als Comic, ist dann aber später ja erst als Adventure rausgekommen, aber hier schon 1989 verewigt. Den erhielt ich von einem seltsamen Stamm in Brasilien, der Hunde und Kaninchen anbetet. Sehr gut. Okay, gehen wir mal auf der nächsten Seite weiter. Auf der nächsten Zimmerseite weiter. Da haben wir noch einen Steinbrocken. Das scheint ein Stück eines Meteors zu sein. Aber warum tropft da lila Schleim heraus? Okay, auch eindeutig Maniac Mansion. Sehr cool. Okay, können wir das Ding nehmen? Das wäre natürlich noch besser. Das brauche ich nicht. Ja, wie immer. Gut, das ist ein Wasserboiler. Okay. Er ist sehr warm. Was haben wir hier noch? Heute ist ein wunderbarer Tag. Gut, da haben wir dieses schöne Regal. Oben eine Maske. Ja, die habe ich als Junge zu Halloween getragen. Ein Schädel. Das sind nur ein paar alte Schädel. Okay, hier sind noch Steine. Dies sind Kopien der Sankara-Steine, die ich etwa vor 3 Jahren gerettet habe. Ist das aus dem zweiten Film? Ich weiß nicht genau. Es ist voller Lösungsmittel. Damit reinige ich manchmal Funde. Das ist das Glas. Und hier unten haben wir Krempel, nur ein paar alte Bücher und wertlose Kinkerlitzchen. So, und ist auf der anderen Seite noch irgendwas Interessantes? Schau an, da haben wir eine Kristallscherbe. Das ist ein Kristallstück, das ich in einem Maya-Tempel fand. Ich brauche es nicht, aber jemand in San Francisco will es. Und das ist eine Hommage an Zack McCracken, wo man irgendwie so eine Kristallscherben suchen musste. Okay, da hängt eine Birne runter. Schreibmaschine da drüben. Da haben wir noch eine Maske. Die habe ich von einem Schamanen aus Kinshasa in Afrika. Gut. Und hier haben wir den Schreibtisch und da haben wir Werbesendung. Das ist nur Werbung. Aber, und daran erinnere ich mich, hier verbirgt sich etwas herunter. So, schaut mal, das wird jetzt noch nicht mit Symbolen angezeigt im Inventar, sondern tatsächlich auch mit Textbausteinen. So ein Prinzip wie früher bei Text-Adventures, bloß dass man halt mit Maus das Ganze hier zusammenklicken kann. So, wir gucken uns das mal nochmal weiter an, was hier jetzt noch liegt. Briefe, unnütze Post, nehmen wir. So, was ist da jetzt? Papiere, nur diverse Papiere, nichts Wichtiges, nehmen wir auch. Und da verbirgt sich jetzt das entscheidende Ding. Es ist ein Päckchen von meinem Vater. Okay, das öffnen wir. Das sieht wichtig aus. Den anderen Müll lasse ich hier. Okay, den packt er wieder auf den Schreibtisch. Okay, und da haben wir das Gral-Tagebuch. Und das ist das Ding, was ich in meinem Video vorgestellt habe. Das kann man tatsächlich auch im Spiel irgendwie sinnvoll einsetzen, indem man an Stellen, wo es irgendwie vielleicht hilfreich sein könnte, irgendwie es öffnet oder anschaut. Wir machen das mal. Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Das ist schon so ein Hinweis, dass das mal weiterhelfen kann. Und das gibt es, wie gesagt, wie im Video erwähnt, auch als Beilage in der Packung mit 60 Seiten. Da ist das richtig ausformuliert, vom Vater geschrieben, über seine Forschung über den Gral. Und das braucht man tatsächlich auch, um am Ende den richtigen Gral auszuwählen. So, er will da nicht mehr zurück zu den Studenten, deswegen wählen wir den Weg aus dem Fenster. Dr. Jones, folgen Sie uns bitte. So, das kommt vermutlich einer Entführung gleich. Wen haben wir denn hier? Guten Morgen, Dr. Jones. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Ich werde nicht oft von zwei Revolvermännern abgeholt. Meine Leute haben Sie hoffentlich nicht beunruhigt. Mein Name ist Donovan, Walter Donovan. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Donovan. Ihre Spenden an das Museum waren immer sehr großzügig. Einige Stücke Ihrer Sammlung hier sind wirklich beeindruckend. Wie Sie, Dr. Jones, habe ich eine Schwäche für Antiquitäten.
Sehen Sie sich das hier mal an. Das dürfte Sie interessieren. Frühe christliche Symbole, Mitte des 12. Jahrhunderts. Woher stammt der Stein? Aus den Bergen nördlich Ankaras. Können Sie es übersetzen? Der obere Teil fehlt, aber der Rest wird in seinem Innern die Quelle ewigen Lebens sprudeln, durch die Wüste zu der Schlucht des Halbmondes, wo die Schale, die das Blut Jesu Christi enthält, für alle Zeiten ruht. Der heilige Gral, Dr. Jones, erbringt jedem, der aus ihm trinkt, das ewige Leben. Der Traum eines alten Mannes. Der Traum eines jeden Mannes, inklusive Ihres Vaters. Er ist doch der größte Gralsgelehrte in der Welt. Auf jeden Fall wird gerade ein Versuch unternommen, den Gral zu bergen. Aber die Tafel ist nicht vollständig. Wo sollte man suchen? Diese Tafel ist eine von zwei Markern, die drei Ritter im ersten Kreuzzug zurückließen. Dieses franziskanische Manuskript sagt, der zweite Marker wurde mit einem der Ritter begraben. Es sagt auch, dass eine Beschreibung des Grals auf dem Weg zum Grab des Ritters gefunden werden kann. Hier steht auch, dass es ein Gemälde gibt, das eine Frage meines Vaters beantwortet. Leuchtet der Gral? Aber hier steht nicht, wo man das Grab des Ritters findet. Unser Teamleiter war sicher, es sei in Venedig, Italien, und dort ist er auch verschwunden. Ich möchte, dass Sie die Expedition übernehmen. Sie haben den falschen Jones. Reden Sie mit meinem Vater. Das haben wir getan. Er ist der Mann, der verschwunden ist. Tada! Okay, das ist der Job. Ab jetzt können wir übrigens reisen, aber vielleicht nochmal zu dem, was wir eben gehört haben. Das ist nämlich ein Punkt, ich habe den schon im Video erläutert. Am Anfang des Spiels wird festgelegt, was der richtige Gral ist. Das ist nämlich nicht immer derselbe. Und insofern muss man tatsächlich diese Hinweise sammeln. Und ein Hinweis, den findet man, glaube ich, in Venedig. Und zwar geht es um die Frage so ein bisschen, wie er aussieht oder ob er leuchtet oder nicht. Ist es sozusagen ein schlichter Gral oder ein Metallgral? Und der zweite Hinweis, das ist dieses erwähnte Fenster. Und das gibt es, glaube ich, das ist sehr kompliziert, das zu finden im Schloss Brunwald. Das habe ich allerdings jetzt auch nur aufgrund meiner Recherche jetzt erfahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals irgendwie richtig gemacht habe. Man kann, glaube ich, am Ende auch einfach den falschen Gral nehmen. Dann hat man das Spiel auch beendet. Aber eben nicht auf die sinnvolle Art und Weise gewissermaßen. Okay, gut. Jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, müssen wir nochmal in die Uni rein? Da waren wir eigentlich... Ich glaube, da haben wir alles. Wir gucken mal. Beziehungsweise ich gucke hier nochmal rum. Ist hier noch irgendwas? Schau an. Sieht nicht so aus. Schau an, das ist auch nur die Tür. Da ist vermutlich wieder nichts Besonderes. Aber ich denke, wir brauchen da nicht mehr hin zurück. Insofern, lasst uns mal gucken, reisen, wohin wir reisen können. Wir können zu Henrys Haus, also dem Haus unseres Vaters, oder nach Venedig. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall erstmal hier zum väterlichen Haus reisen. Schauen wir mal. Oh, was für ein Chaos. Wonach man hier wohl gesucht hat. Vielleicht das Tagebuch, das Dad mir geschickt hat. Möglich. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt mal intensiv umschauen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Tischdecke. Ich sehe nichts Besonderes. Warte mal, ich muss mir mal auch merken, was die Abkürzung für NIM ist. D, okay. Die Pflanze ist im Weg. Ach, die Pflanze gibt es auch? Nee. Okay, alles klar. So, was können wir uns noch anschauen? Bücher. Oh ja, an die Bücher erinnere ich mich. Obwohl ich sie lieber vergessen möchte. Wieso das denn? Dann wirst du sie vermutlich auch nicht mitnehmen, oder? Nee. Okay, was haben wir hier noch? Das sind alles Bücher. Bleiben wir mal hier erstmal in dem Zimmer. Hier ist nichts. Der Schreibtisch. Das ist natürlich ganz wichtig. Keins dieser Papiere ist von Bedeutung. Aber wir können ihn vielleicht noch öffnen. Alles, was da drin war, liegt auf dem Fußboden. Okay. Schauen wir hier. Schreibtisch, Schreibmaschine. Da ist kein Papier drin. Kann man die irgendwie öffnen? Nee, das lässt sich nicht öffnen. Können wir die nehmen? Das wäre auch ein bisschen komisch, ne? Das kann man nicht nehmen. Haben wir noch Papier hier? Aber was sollten wir jetzt hier schreiben? Nee, ich glaube, das ist Quatsch. So, schauen wir uns das mal an. Weitere Bücher. Okay, da geht es noch weiter. Das ist ein Haufen alter Bücher. Ich habe sie oft
gelesen. Chuck die Pflanze. Okay, die kennen wir auch aus Maniac Mansion, ne? Sie ist hier auch. Na, das ist ja wunderbar. Das hatte ich überhaupt nicht in Erinnerung. Das ist hier so viele. Ja, das ist dasselbe, dass es hier so viele Bezüge gibt. Schau an Bücherregal hier oben. Ich sehe nichts Besonderes. Okay, hier scheint nichts zu sein. Was ist das da noch? Nichts erstmal. Dann gehen wir weiter ins Schlafzimmer. So, was finden wir hier? Der Teppich ist nix. Hier Wäscheschrank. Und durchs Dads Unterwäsche wühlen? Niemals. Wirklich nicht? Komm, öffne mal. Nee, will er nicht. Ach Mensch. Schau an. Noch mehr Bücher. Die hat Vater vor dem Schlafengehen gelesen. Was haben wir da? Gehe zu Bild, schau an Bild. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Dad mal gewonnen hatte. Okay, kann man das vielleicht nehmen? Oh ja, das kann man nehmen und ist dahinter möglicherweise noch ein Nagel. Manchmal ist das ja so. Okay, das Bild haben wir jetzt dabei. Keine Ahnung, wofür das noch gut war. Schau an Fenster. Ich kann in den Garten der Nachbarn sehen. Hoppla. Wie peinlich. Okay. Was hat er da bloß gesehen? Wenn ich es aufkriege, kriege ich es nicht wieder zu. Okay, er will es nicht öffnen. Und auf der Seite das Fenster? Nette Aussicht. Und hier vielleicht öffnen? Es kommt schon genug frische Luft durch die Tür. Alles klar. So, schau an. Bild. Unser altes Haus in Four Corners. Okay, das kann er nicht nehmen. Kann man das vielleicht irgendwie drücken oder so? Vielleicht ist da auch noch ein Geheimnis hinter. Okay, nicht gut. Dann schauen wir uns nochmal das Bett an. Oh, was macht er da? Nichts unter dem Bett. Okay, das ist nur das Bett, ne? Kann man vielleicht noch drücken? Das ist so schwer ziehen. Okay, es scheint alles hier durchsucht worden zu sein. Was passiert, wenn ich mache, benutze Bett? Das klappt so nicht. Na gut, okay. Und was ist? So, ist hier noch in der Küche irgendwas? Gehen wir da mal rein. Schau an, Kühlschrank. Besser nicht. Da ist wahrscheinlich nichts drin, außer einem alten Ei. Okay. Nachdem ich den Rest hier gesehen habe, lieber nicht. Es sieht ganz so aus, als würde es hier nichts geben. Außer, na gut, wir haben doch das Bild haben wir mitgenommen. Das könnte noch von Bedeutung sein. Das ist bestimmt von Bedeutung. Okay, dann glaube ich, geht's hier nicht weiter, ne? Die Nachbarn können wir leider nicht belästigen. Nö. Dann hauen wir wieder ab und dann geht es weiter, glaube ich. Dann müssen wir nach Italien reisen, oder? Reise nach Venedig. Ah, herrlich. Über Neufundland, die Azoren, über Lissabon nach Venedig. Ah, Venedig. Woran werden wir diesen Dr. Schneider erkennen, wenn wir ihn sehen? Ach, Markus ist mitgekommen, oder? Ne, ich weiß nicht. Vielleicht kennt er uns. Dr. Jones? Ja. Ich wusste, dass Sie es sind. Sie haben Ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was Sie wollen. Ich glaube, das kommt aus dem Film, oder? Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Markus Brody? Ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Oh. Was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr zwei nicht ohne mich los? Ich würde gerne eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Markus. Alles klar. Dr. Schneider, Sie führen.
Okay. Ah, die Bücherei. Sieht eher wie eine Kirche aus. Sie haben ganz recht, es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Oho, nur kurz bevor ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können, dann können wir uns in Ruhe umsehen. Entschuldigen Sie, mein Herr. Entschuldigen Sie. Hallo Sie? Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Okay, liebe Leute. Und damit sind wir in Italien angekommen. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, erstmal diese Folge zu beenden. Ich werde mich hier nochmal ein bisschen versuchen, wobei ich mich daran erinnere, dass das hier unter Umständen ganz schön knifflig werden kann. Man muss jetzt dieses Grab dieses Ritters finden. Naja, ich versuche mal noch in einer Fortsetzung in der nächsten Folge hier in Venedig zu bestehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also bis dahin macht's gut, euer Steinballen.